Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jede Woche sind wir in unserer schönen Heimat unterwegs und schauen, was in unseren Gemeinden so los ist. Diese Woche sind wir zwischen Benediktenwand und dem Leusach-Kochelseemoor im Klosterdorf Benediktbeuern. In der Gemeinde leben um die 3600 Menschen. Und ein paar davon haben wir kennengelernt. Den Liedermacher Christian Jungwirth, den Sensologen Otto Gion und den Gitarrenbauer Stefan Meigl. Und heute geht's hoch auf den Berg, denn wir treffen die Leute, die man hoffentlich nie braucht. Denn wir sind bei der Bergwacht Benediktbeuern und da treffe ich jetzt Christian Walch. Christian, jetzt liegt hier dieses zum Bereitschaftsdienst. Bist du jetzt gerade im Bereitschaftsdienst? Wir sind gerade im Bereitschaftsdienst. Das heißt, es könnte jetzt, wenn es hier läutet, dann unterbrechen wir das Interview und du bist weg. Dann müssen wir abbrechen und dann sind wir auf jeden Fall weg, bis der Einsatz beendet ist. Und dann können wir wieder weitermachen. Okay, und sag mal, erzähl mir mal, wie funktioniert das bei der Bergwacht? Wie viel seid ihr da? Wie lernt man das? Also wir sind in Benediktbeuern derzeit 30 aktive Einsatzkräfte. Davon haben wir 8 Frauen. Und haben 16 Anwärter, Anwärterinnen und nochmal ungefähr so 20 derzeit inaktive Einsatzkräfte. Das sind zum Beispiel Senioren, die durch ihre Erfahrung noch mit unterstützen, aber im Einsatzgeschehen nicht mehr aktiv mit dabei sind. Und die Anwärter, das heißt, also man muss das wirklich lernen, oder? Ganz genau. Wie dauert das Jahre oder wie geht das? Also ab 16 haben junge Männer und Frauen die Möglichkeit, Mitglied in der Bergwacht zu werden und haben dann den Status Anwärter, Anwärterin. Und nach einer circa 3-jährigen Ausbildungszeit machen sie ihre Prüfung zum Bergwachtler, Bergwachtlerin und sind dann im aktiven Einsatzgeschehen dabei. Und wir bilden uns auch in den verschiedenen Rettungsthemen permanent fort, zweimal im Monat, und haben dann Vorsorgedienste im Winterdienst, im Sommerdienst und natürlich sagen wir für Notfalleinsätze erreichbar über einen Funk oder über einen Funkmeldeempfänger. Aber das heißt, hauptberuflich macht das gar kein einziger? Oder gibt es da welche, die wirklich das als Hauptberuf machen? Es gibt bayernweit, ich sage mal, 2 Handvoll hauptamtliche Bergwachtler, Bergwachtlerinnen, die sind hauptsächlich in der Aus- und Fortbildung tätig, in der Materialentwicklung und der Entwicklung neuer Rettungstechniken. Wir haben ja dieses Zentrum für Sicherheits- und Ausbildung in Deutz, diese Hubschrauber-Simulationshalle. Da sind viele davon angesiedelt. Und natürlich in der Verwaltung, weil es ist ja schon ein Abrechnungsvolumen auch mit dem Freistaat und mit den Krankenkassen. Und das wird hauptamtlich bewältigt. Und das heißt, ihr macht es dann auch über, ihr müsst wahrscheinlich immer wieder üben und so weiter, gell? Und du hast gesagt, wir können in ein Klettergebiet fahren und da würdet ihr mir mal so ein bisschen zeigen, was ihr da so machen müsst, wenn es hart auf hart kommt, oder? Ja, meine Kollegin, die Andi und ich, wir dann mit euch dann jetzt mal nach Bad Heilbrunn fahren. Das ist bei München ein sehr beliebter Klettergarten, der zu unserem Einsatzgebiet kehrt. Und schon geht's los. Angekommen im Klettergebiet werden erstmal die Seile gepackt, der Klettergurt angelegt, der Helm angepasst und dann geht's hoch. Rauf zur Felswand, die, wie ich jetzt erfahre, über 20 Meter hoch ist. Und mir wird doch immer mulmiger, da ich Höhe gar nicht so gut vertragen kann. Oben angekommen, schaue ich gar nicht erst runter. Christian bereitet das Abseilen vor und Andi erklärt, was sie mit mir vorhaben. Also ich habe heute dieses Rettungsdreieck für dich mitgebracht. Das ist eine typische Situation, wie es bei uns öfters an der Wand auch passiert, wenn sich Leute versteigen im Schrofengelände, im steilen Gelände und nicht mehr vorwärts und rückwärts wissen. Die haben aber dann in der Regel keinen Gurt an, weil die ja eigentlich Wanderer sind oder meinen, sie haben das Gelände im Griff und kommen dann aber doch nicht mehr vorwärts und rückwärts. Oder es regnet, es ist nass, dann wird die Lage gleich ganz anders. Die Felsen sind rutschig, das Gras ist rutschig. Dann haben wir dieses Rettungsdreieck. Ziehe ich das jetzt noch drüber, oder wie? Das ziehe ich dir jetzt drüber. Als wäre ich diejenige, die sich nicht mehr auskennt. Genau. Okay. Also ist ja auch so. Genau. Ja. Das ist mit einfachen Mitteln. Musst du aber theoretisch an der Kletterwand anlegen. Genau, an der Wand oder im Gelände, je nachdem, wo wir sind. Das kann man aber nur benutzen, wenn die Leute noch mobil sind. Ja. Wenn jemand bewusstlos ist, geht das nicht. Genau, dann geht das nicht. Dann müssen wir mit dem Bergesack nehmen. Wir ziehen das fest. Okay. So. Hier durch. Ja.
Aber das ist doch jetzt auch ein bisschen wie eine doppelte Sicherung jetzt, für mich, ja, oder im Endeffekt? In dem Fall, für dich ist es jetzt, wir haben jetzt für dich hier diesen Gurt, damit du dich hier bewegen kannst, haben wir gesagt, wir legen dir den Gurt an. Ah. Wenn du jetzt im Gelände... Ach so, zum Abseilen habe ich jetzt nur das Viech hier. Ist das so? Ich das, oh Gott, ich, wir können aber einfach auch mit dem Gurt abseilen. Ja, ehrlich gesagt, da würde ich mich jetzt schon sicherer fühlen. Ihr seid ja lustig. Aber ist das kein Unterschied? Nein, das ist echt? Wirklich safe. Echt? Genau. Hier ist der Stahlkarabiner. Okay. Man könnte dich so auch mit dem Hubschrauber holen. Echt? Wenn wir dich aus dem Gelände holen müssen, wo der Hubschrauber hin kann. Nur dieses Ding. Dieses genau. Ja, wirklich. Oder zum Beispiel aus Seilbahnen. Für die Seilbahnrettung brauchen wir es auch. Aber das wirkt jetzt alles so locker und trotzdem ist es sicher. Geht es wirklich sicher? Ja. Genau. Okay, weil bei dem anderen Gurt eben, da bin ich so ein bisschen drinnen, da denke ich mir, okay, der also, hält weil mich. Du dir, wir probieren das einfach, wir seilen dich mit dem ab und wir hängen dich aber sicherheitshalber, weil du, damit du mir Vertrauen hast. Ich bin nicht mal schwindelfrei, aber wir werden schon schauen, wie was wir hängen dich einfach mit dem Gurt auch noch ein, aber du sitzt einfach in dem Rettungsdreieck drin. Genau. Okay. Und bevor ich hier über diese Klippe muss, machen wir erstmal eine kurze Unterbrechung, damit ich nochmal Luft holen kann. Wir sind in der Gemeinde Benediktbeuern und heute zeigt mir die Bergwacht, wie sie jemanden aus einer Felswand retten würden. Und schon geht's los in die Wand. Und 22 Meter unter mir gefühltes Nichts. Okay. Ich halte mich jetzt hier einfach mal so genau, fest. Genau, so ist richtig, so ist gut. Es kann nichts passieren. Du kannst höchstens einen Meter, sage ich jetzt, runterrutschen, auf den nächsten Stein runtersteigen. Soll ich dann also steigen jetzt? Jetzt lehnst du dich zu mir zurück. Oh Gott, ihr seid trau dich. Okay. Hab Mut. Kannst dich hier am Seil ein bisschen festhalten, wenn du möchtest. Schau mal, dann hast du was zu festhalten. So, und jetzt setz dich hin. Ich schaue mich jetzt ein. Hinsetzen, jawohl. Noch weiter sitzen. Genau, einfach reinsetzen. Ja. Ich sitze noch nicht. Oder? So, doch, du setzt dich. Ja? Ich schaue auch gar nicht runter. Ich bin hinter dir, ich schaue es nicht an. So, es kann losgehen, knischern, glaube ich. Und es geht stetig weiter runter. Das Gefühl ist schon... Also so wird schon ein bisschen sicherer. Ja, wobei, also wenn dann wieder das Seil hier nochmal wieder sich so... Jetzt haben wir aber noch das Glück, wir gehen der Wand entlang. Ja. Also wenn du zum Hubschrauber hochgezogen werden würdest, oder eben mit diesem Rettungsdreieck kannst du ja aus der Gondel gerettet werden, dann hängst du natürlich frei in der Luft. Ja, fies. Oder also ihr müsst jetzt nicht die super guten Kletterer sein eigentlich. Wir haben schon viele dabei, die einfach wirklich auch viel alpine Erfahrung haben, weil du musst den Fels beurteilen können. Ja, du musst unter Umständen einen Standplatz bauen. Also wie jetzt zum Beispiel wir da oben an den Bäumen. Ja. Wenn ich keine Bäume habe, muss ich Haken bohren können, Haken schlagen. Wow. Es gibt auch mobile Sicherungsgeräte. Ich glaube, wir können uns ausbinden jetzt hier. Jetzt werden wir hier abgestöpselt. Genau. Okay. Dann baut auch Krishan oben wieder alles ab und macht sich auf den Weg zu uns. Ihr alle bei der Bergwacht, ihr seid alle schwindelfrei, oder? Eigentlich schon zu groß. Also da gibt es ja auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, Nuancen gerade. Genau. Aber so eine Grundschwindelfreiheit gehört schon dazu. Genau. Oder eben das Vertrauen zu den Sicherungsmittel, das kommt natürlich, kommt, wenn man viel damit arbeitet. Dass man weiß, das Seil, das hält ganz sicher und wird nicht reißen. Ja, man muss seine Kameraden kennen und volles Vertrauen haben. Ja. Was wir auch immer machen, wir machen einen Partnercheck. Also und obwohl ihr Profis seid, müsst ihr euch immer noch gegenseitig kontrollieren. Ja, der Partnercheck ist total wichtig, einfach weil man auch irgendwann mal unkonzentriert sein kann einen Augenblick. Jeder kann einmal einen Fehler machen.
einfach abgelenkt sein, ja, durch irgendwelche Umstände. Also muss man immer beim anderen auch schauen, sitzt der Knoten, ist der Gurt richtig zu, sind und die Sicherungsmittel richtig angebracht. Wenn man hektisch ist, ihr habt ja wahrscheinlich auch ein bisschen Adrenalin. Ja, auf alle Fälle. Wenn Einsatz ist, dann sind alle erstmal aufgeregt. Und dann sich auch noch kontrollieren, genau, und keinen Fehler machen. Und darum ist es ganz wichtig, dass man auch wirklich gegenseitig auf sich achtet. Und wichtig ist auch zu kommunizieren, was... Ich traue mich heute nicht. Heute geht es mir nicht so gut. Ja, ich bin heute nicht so gut drauf. Machst du das heute? Aha. Und es gibt auch Spezialisten. Manche können besser das Dynamaseil aufbauen. Der nächste ist mit dem Funkfitter. Der nächste kann 100 Kilo schleppen. Mhm. Also man muss auch wissen, wer kann was und wen setze ich wo ein. Mhm. Es gibt natürlich unterschiedliche Vorlieben bei den, bei den Einsatzkräften. Also ist es schon von Vorteil, wenn die Bergwacht sich untereinander, wenn ihr euch richtig gut kennt als Mannschaft. Das ist wichtig. Gell? Und deswegen müssen wir auch miteinander üben. Mhm. Und wie ich vorhin auch schon mal beschrieben habe, einfach auch mit anderen Bereitschaften. Wir üben auch mit der Feuerwehr zum Teil, weil es einfach Einsätze gibt, wo wir sichern müssen, zum Beispiel bei dem Brand am Jochberg, haben ja viele davon gehört, waren wir mit dabei, um einfach die Feuerwehrkräfte zu sichern. Ach so, dann auch. Genau. Oder den Zugang zu schaffen für Leute, die nicht so geländegängig sind. Ja, sehr interessant. Genau. Vielen Dank, Krishan und Andi, dass sehr ihr gerne mich hier wirklich heil runtergebracht habt. Ich hatte echt ganz schön Respekt davor. Also 22 Meter, finde ich, war eine Ansage. Ich war kurz ein bisschen stiller. Dass man über die Kante ist, aber dann hast du es gut gemacht. Aber danke, dass ihr überhaupt diesen tollen Job als Bergwacht macht, weil solche Leute wie ihr braucht man halt einfach. Gell? Sehr gerne. Danke und das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus Benediktbeuern. Wiederschauen. Danke. Dankeschön.